Dann Limousine. Ja, Limousine. Und ich würde sagen, dann den A4 nehmen wir dann. Visualisieren wir dann. Teilsansicht. Genau. Teils rein. Das sieht man dann, welches Zubehör freigegeben ja, ist genau. Und welches noch nicht. Genau. Ab dem 1. November haben wir die RDKS-Pflicht, auch oftmals TPMS-Pflicht, das englische Wort dafür, in Deutschland. Die Fahrzeuge werden ab jetzt schon umgerüstet in der Serie, also Luftdruckkontrollsysteme. Das ist eine Verordnung, die in der EU entstanden ist. Das funktioniert über ein indirektes und direktes System im Rad, also ist das direkte System. Indirekt wird über einen ABS-Sensor abgenommen. Circa 40% der Fahrzeuge werden mit dem indirekten kommen, 60% mit dem direkten System messend. Für die Fahrzeughersteller, ich sag mal, die mit einem indirekten arbeiten, wird sich nichts ändern. Das fahren die heute schon. Ich sag mal, das Rad wird am Auto geschraubt, die messen über ein ABS das ab, das wird eingestellt. Unter 20% fängt das System an, sage ich mal, einen Alarm zu geben. Beim direkten System wird sich Folgendes ändern: Das muss im Ventil verschraubt werden, im Rad. Da ist ein erhöhter Montageaufwand notwendig, ersatzteilmäßig. Ich sag mal, da wird der Ersatzbedarf, Batterien und so weiter, sehr hoch sein. Nach 4-5 Jahren muss man die Batterie wechseln, ist, sag ich mal, geschätzt worden. Und natürlich auch das Ventil ist ein technisches Bauteil, ein Sicherheitsbauteil. Das wird, sag ich mal, noch sehr spannend werden, wie in welchem Rhythmus man die wechseln muss. Bremst. Das Reifendruckkontrollsysteme tragen einen ganz entscheidenden Beitrag zur Verkehrssicherheit bei. Der Fahrer eines Fahrzeugs wird rechtzeitig davor gewarnt, wenn sein Rad Luft verliert, sodass er sein Fahrzeug vernünftig zum Stillstand bringen kann und anhalten kann. Außerdem senkt der korrekte Reifendruck den Benzinverbrauch um bis zu 5-10%, je nachdem, wie stark der Druck abgelassen ist. Und natürlich wird auch der CO2-Ausstoß maßgeblich reduziert. Ja, dann bin ich da dran.
tragen kann. Ja. Und er hat ganz, ganz viele kleine Einzelteile. Der Designer muss sich erstmal mit den technischen Gegebenheiten auseinandersetzen, die er von den Technikern bekommt. Der wird ihm sagen, welchen Spielraum er hat, wie viele Rillen ein Reifen braucht, beispielsweise, um Wasser abzuleiten aus der Aufstandsfläche und so Aquaplaning zu verhindern. Er wird auch Vorgaben bekommen, wie viel Gummi im Grunde auf die Straßenfläche, auf die Straßenoberfläche kommen soll, damit man gutes Bremsen und gutes Handling bekommt. Rille ist nicht gleich Rille. Die Rillen im Reifen haben vielfältige Aufgaben, weshalb sie höchst unterschiedlich designt werden. Winterreifen haben ein ganz anderes Profil, Geometrie und Gestaltung als Sommerreifen. Daher ist das eine der Herausforderungen für den Reifendesigner, wie welche Rille auszusehen hat. Daran denke ich immer noch, dass ich in der Lage war, ein DTM-Auto zu fahren. Das ist das schönste Erlebnis, was ich so in den letzten 5 Jahren gehabt habe. Ich habe noch größeren Respekt gekriegt jetzt vor diesen Fahrern, was die also wirklich leisten, wenn man das mal selbst alles macht. Ich bin ja auch gewohnt, schnell zu fahren, seit frühester Zeit. Aber das ist eine völlig andere Welt, in der sich diese Fahrer befinden, in der dieser Sport stattfindet. Ich habe den höchsten Respekt vor diesen Menschen. Ich habe schon sehr frühzeitig gesagt, für mich gibt es 3, 4 Kandidaten, die dieses machen könnten. Das sind immer die üblichen Verdächtigen auch anderer Weltmeisterschaften. Das ist natürlich in besonderem Maße Brasilien hier, weil sie Veranstalter sind. Das gibt ihnen einen zusätzlichen Schub, bedeutet aber für sie auch ganz viel Druck. Das ist etwas, was passieren muss. Sie müssen Weltmeister werden, sonst werden sie in ihrem eigenen Land einen ganz großen Image-Schaden erleiden. Dieses wird furchtbar werden für diese Spiele, die das nicht schaffen. Muss man sehen, wie sie damit umgehen können. Dann haben wir Deutschen natürlich eine sehr gute Chance. Ich sage schon immer, wir haben vielleicht den besten Kader aller Zeiten, die die Nationalmannschaft je gehabt hat, einschließlich unserer Zeit selbstverständlich auch. Wenn alles funktioniert, wenn dieses zu einem echten Team, wenn die Mannschaft zu einem echten Team mit all den positiven Dingen, die ein Teamgeist hervorrufen kann, wenn die das auf den Platz bringen, dann haben sie eine erstklassige Chance. Dann dürfen allerdings nicht mehr so viele Verletzte sein und die müssen alle in guter Verfassung sein, die zurückkommen. Dann gibt es natürlich Spanien, braucht sich keiner einbilden, dass die einen Einbruch erlitten haben. Es sind zwar eine Reihe von jungen Leuten jetzt dabei, aber ebenfalls technisch hochtalentierte, versierte Spieler, die werden meines Erachtens auch dabei sein. Man muss immer, ja, Argentinien und Italien muss man auch nennen in dem Zusammenhang. Argentinien ist ganz viel Messi. Und wenn Messi gut ist, ist Argentinien gut. Also wenn der überragend spielt wie in Barcelona, muss man sie auch sehen unter den letzten 4. Und Italien sowieso ist eine Mannschaft, gegen die keiner gerne spielt, vor allen Dingen wir Deutschen nicht. Und das sollte uns auch erspart bleiben, das wäre gut, aber ebenfalls. Und dann denke ich, so haben wir 5 Mannschaften, um die es dann geht. So nah schon dabei gewesen zu sein und vielleicht sogar aufgrund von einigen Verletzungen auch die Chance gehabt zu haben, auch Spiele zu absolvieren, das ist eine harte Nummer. Aber das gehört zum Fußball dazu und man muss dieses verkraften. Diese Rückschläge, die müssen verkraftet werden von den Spielern. Das gehört zum Fußballcharakter. Da wird man stärker daraus. Er muss stärker daraus werden, dass er solche Enttäuschungen nicht mehr in die neue Saison hineinträgt. Bedauerlich zwar, aber es darf ihn nicht beeinflussen für seine Zukunft. Seine Situation hat sich verbessert. Er war überhaupt nicht dabei und jetzt ist er ein Standby-Spieler, der noch hoffen kann,
tut man eigentlich auch nicht, dass man hofft, dass irgendwer anders nicht. Das macht er auch nicht. Aber zumindest besteht die Möglichkeit, dieses zu tun. Und ich meine, er hat eine Zukunft vor sich in Barcelona. Das ist auch etwas Großartiges. Und darauf kann man sich auch freuen. Natürlich wäre er gern bei der WM dabei sein. Aber wie gesagt, er ist dann der dritte Torwart. Und wäre wahrscheinlich auch nicht zum Einsatz gekommen. Aber eine Weltmeisterschaft zu erleben, ist etwas Besonderes. Das ist mit Sicherheit der internationale Treffpunkt hier bei uns in Essen. Alles, was Rang und Namen hat, alles, was mit der Produktion von Reifen, mit dem Handel von Reifen zu tun hat, ist hier. Und von daher ist das wirklich das wichtigste Highlight im Jahr. Ja, wir erwarten erstmal rund 20.000 Fachbesucher aus 70 Ländern. Das ist eine hochinternationale Veranstaltung, 70% internationaler Anteil auf der Besucherseite. Mehr als 670 Aussteller, auch aus unterschiedlichen Ländern, 22 Ländern. Also eine top internationale Veranstaltung, die sich hier in diesen Tagen trifft. Sehr verehrter Herr Oberbürgermeister, sehr verehrter Herr Hülser, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also ich gehe davon aus, dass ich Kommissionspräsident werde und nicht nur werden kann, weil meine Partei hat die Wahl deutlich gewonnen. Und ich denke, dass die Staats- und Regierungschefs und das Europäische Parlament das so zur Kenntnis nehmen werden, wie ich das gerne zur Kenntnis genommen habe. Reifen haben Bodenhaftung, das heißt sie aus. Die Europäische Union hat das nicht immer. Ich habe die Europäische Union heute, weil wir hier einen Reifenkongress haben, eher als fliegenden Teppich bezeichnen. Dass die Europäische Union hat nicht die Bodenhaftung, die sie haben müsste, weil sie sich um viele Dinge kümmert, wo sie besser täte, sich nicht darum zu kümmern. Der Branche geht es mittelmäßig. Wir haben letztes Jahr leider 3% Reifenstückzahlen verloren. Dieses Jahr haben wir prognostiziert, dass wir wieder 3% dazugewinnen. Also in den 2 Jahren im Schnitt auf gleichem Niveau wie im Jahr 2012. Im Lkw-Bereich gehen wir auch davon aus, dass wir dieses Jahr 3% Wachstum haben. In der Reifenbranche, also in der Reifentechnologie, da gibt es gerade den Trend, dass, oder nicht den Trend, sondern vom Gesetzgeber vorgegeben, dass alle Fahrzeuge jetzt auch mit Reifendruckkontrollsystemen ausgestattet werden müssen ab Herbst diesen Jahres. Und wir als Reifenhändler stellen uns da natürlich professionell auf, sodass unsere Kunden, die zu uns kommen, sofort mit den Reifendruckkontrollsystemen ausgestattet werden können und dann auch vorher beraten werden, was alles für Möglichkeiten bestehen. Das ist ein technischer Trend. In der Zukunft gehen wir davon aus, dass die Reifen noch mehr in die Fahrzeugelektronik eingebunden werden, dass wir Chips in die Reifen bekommen, sodass wir dann auch als Reifenhändler damit umgehen müssen und werden. Wir haben sicherlich noch vernetztere Systeme mit den Fahrern, mit zentralen Stationen. Und darauf möchten wir uns natürlich auch professionell vorbereiten.